Und ja, liebe Leute, ich darf euch herzlich begrüßen zur ersten Ausgabe von einem Format namens Wortwerk. Das ist eine, eigentlich muss ich sagen, ein Recycling-Titel, weil ich habe schon einmal ein Wortwerk durchgeführt. Deswegen nenne ich es insgeheim auch Wortwerk 2.0, diesmal aber ein bisschen anders gestaltet, nämlich diesmal geht es um wissenschaftliche Vorträge. Und es darf ich, oder beziehungsweise ich darf heute jemanden wirklich sehr, sehr, sehr spannenden gleich begrüßen für die erste Ausgabe, nämlich den lieben Manuel Stübecke, den ich euch jetzt dann auch gleich vorstellen werde und erklären werde, was für eine feine Sache er uns heute so vorstellen wird aus seiner Forschung, beziehungsweise womit er sich bislang so auseinandergesetzt hat. Ich werde ihn euch jetzt auch gleich einmal zeigen. Da ist er auch schon. Grüß dich. Hallo. Hi. In dem Moment können dich die Leute auch sehen und auch bereits hören. Ich habe dich auch. Dann herzliche Grüße. Sehr gut. Ihr sagt mir bitte, ob er laut genug ist, sonst kann ich euch noch ein bisschen adaptieren, das Ganze. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Und ja, in diesem Sinne darf ich euch jetzt den Manuel vorstellen, der ganz besondere Forschungsschwerpunkte hat. Er hat, wie er sich bei mir damals gemeldet hat, wie ich gefragt habe, ob jemand Interesse hat, da aufzutreten, hat er mich sofort gehabt mit einem ganz speziellen Schlagwort, nämlich dem Vampirglauben. Und das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und jetzt verstehe ich auch ein bisschen, woher das kommt, weil man sich nämlich eben den CV von dir ja ansieht. Vielleicht einmal ganz die grundlegenden Sachen. Der Manuel hat eben einen Bachelorstudienlehrgang durchgeführt bzw. absolviert im Bereich der Geschichts- und Kulturwissenschaften. Das war damals mit Fokus auf die osteuropäische Geschichte. Da ist auch irgendwie naheliegend natürlich jetzt auch mit diesem ganzen Zusammenhang und im Nebenfach evangelische Theologie und das Ganze an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Das Besondere ist eben, dass er so ein ganz besonderes Interesse an Siebenbürgen hat und das hat man dann auch schon an der Bachelorarbeit ablesen können, weil darin ist es um die Erinnerungen und um die Entwicklungen in Siebenbürgen gegangen. Dann von 2014 bis 2016 hat er einen Masterstudiengang im Bereich der deutschen Sprache und Literatur mit einem Lehramtsposten oder so einer Position dann an der, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Lucian Blager Universität. Das klang schon ganz gut. Klang nicht so schlecht. Das ist einmal, ja. Wie spricht man es richtig aus? Lucian Blager. Lucian, okay. Lucian Blager Universität in Sibiu. Ich hoffe, das war richtig. Auf jeden Fall in Rumänien. Und hat dort seine Masterthesis zum Thema literarische Inszenierung und Dramatisierung von Geschichte durchgeführt. Und das erklärt dann auch zu etwas, was er dann in weiterer Folge gemacht hat, nämlich er hat auch eine Website, auf die ich euch dann auch natürlich noch weiterleite, weil da geht es gerade oder dabei auch genau um das Thema nämlich auch. Seit 2019 absolviert er sein Doktorat und dabei geht es um das Thema der Vampirvorstellung und den religiösen Diskurs. Und da geht es eben um die theologische und literarische Vampirdeutungen zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert. Also absolut faszinierend und ich bin schon gespannt. Wenn es fertig ist, sagst du es mir dann, weil das will ich auf jeden Fall lesen. Das klingt schon sehr, sehr, sehr spannend. Ja, klar. Sehr gut. Das ist an der Universität Leipzig dann auch noch. Außerdem hat er auch noch, und ihr seht das ja auch bei seinem Namen, bei seinen Titeln dabei, er hat auch noch einen zweiten Master absolviert, nämlich zwischen 2020 und 2022, einen Master of Theological Studies an der Universität Greifswald bzw. der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel. Ich hoffe, ja. Gut. Ja. Und dabei ging es um kirchliche Auseinandersetzungen mit den sogenannten Jugendreligionen aus den 70er und 80er Jahren. Ich habe es jetzt vorhin schon angedeutet. Der Manuel ist sehr verbunden mit Siebenbürgen und hat auch sich im Bereich der, weiß nicht, wie sagt man, Filmkunst sich damit auch auseinandergesetzt und hat einen Dokumentarfilm auch rausgebracht. Mit dem Titel Erinnerungen und Entwicklungen in Siebenbürgen ist er auch in diesem Bereich aktiv. Dann außerdem nebenberuflich ist er noch tätig eben auf der oder mit seinem Gewerbe, was ich gelesen habe, gell? Aber mit der Seite geschichtsdramaturgie.de.
Da geht es eben um den Schwerpunkt Medienproduktion und Beratung beziehungsweise auch Schulung und so weiter. Also für all jene, die im Geschichtsfenster mit dem André und so weiter kennen, auch, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall Überschneidungen dabei, wenngleich natürlich die Richtungen doch, also inhaltlich das Ganze natürlich schon ein bisschen sich unterscheidet, aber es geht um Schulungen, es geht um Beratung halt einfach, wo die Leute auf ihn zukommen können. Und es gibt auch einen Podcast, den er rausbringt, nämlich den Podcast RELCOM. Das ist eine Wortschöpfung aus den zwei Begriffen Religion und Kommunikation. Und da geht es eben um Aberglaube, Mystery und so weiter. Und das Ganze ist auch abrufbar auf der Homepage. Und diese Homepage poste ich euch jetzt da auch da in den Chat hinein. Also unbedingt einmal dort vorbeischauen. Außerdem, um das Ganze jetzt auch noch abzuschließen, er war auch noch an mehreren Schulen als Lehrer tätig, führte pfarramtsnahe Tätigkeiten als Gemeindepädagoge aus und ist seit 2022 Gastvikar der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Schaumburg-Lippe. Und heute erzählt er uns eben etwas über die Volks- und Aberglauben, nämlich das Thema der Superstitionen, den Überglauben und die ganze Art und Weise, wie man das auch ein bisschen so herunterbrechen kann, welche Elemente gibt es davon. Also wir werden etwas von der Observation hören, wir werden etwas von der Divination und so weiter hören. Und was ich anhand des Abstracts im Lesen habe können, ist, dass wir auch geschichtlich in sehr vielen Epochen uns wahrscheinlich einmal bisschen bewegen werden. Also es ist jetzt nicht nur mittelalterliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob mittelalterliche Geschichte vorkommt. Das wenig eigentlich. Macht nichts, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben also etwas für das 19. Jahrhundert, wir haben etwas in der Antike auf jeden Fall, also zumindest bei den Beispielen, die du da gebracht hast im Abstract. Also wir bewegen uns quer durch die Geschichte durch und das passt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und in diesem Sinne, Manuel, herzlichen Dank, dass du da bist und ich würde sagen, wir beginnen jetzt gleich. Aber erstmal ganz vielen Dank für die Vorstellung und nochmal danke bei Wortwerk, auch hier mit dabei zu sein bei deinem neuen Format. Es freut mich, dass ich dich gleich einmal als, ich habe es jetzt vorhin ja auch schon genannt, Versuchskaninchen dabei haben kann. Passt, dann kannst du schon loslegen in dem Moment. Viel Spaß. Alles klar. Gut, ich habe hier noch eine vorläufige Folie, hier nochmal ein Internetfund eingefügt, da es ja die erste Ausgabe von Wortwerk ist. Und die Seancen, die haben ja auch ganz viel mit dem Aberglauben zu tun, dass man probiert hat, Geister anzurufen. Und ich fand das eigentlich ganz witzig, dass hier in diesem Meme dargestellt wurde, dass die Zoom-Meetings eigentlich moderne Seancen sind, wo es dann immer um die Frage des Hörens geht. Insofern hoffe ich, dass ihr mich alle hören könnt. Aber vorab etwas. Da es ja auch die erste Ausgabe ist, da dachte ich daran, es gibt ja einen Wunsch, wenn etwas gemacht wird. Und vielleicht kennt ihr diesen Wunsch, der auch mit einem Aberglauben verbunden ist. Toi, toi, toi. Aus dem 19. Jahrhundert stammt dieser Wunsch. Und den kennt man vom Theaterbereich. Und für den gibt es eigentlich ganz verschiedene Erklärungen, woher der kommt. Da gibt es die Erklärung aus dem Hebräischen von Tov, gut, dass es da so Lautverschiebungen gab, dass es vom Tov dann zum Toi ging. Ich möchte aber für heute bei einer anderen Erklärung bleiben. Bei Teufel, Teufel, Teufel. Der Wunsch, dass der Teufel hinten bleiben soll, dass der nicht mit auf die Bühne kommen soll, weil ganz viel, was wir heute von dem Aberglauben erleben und hören, das ist, egal wie wir weltanschaulich verortet sind, wenn wir uns hier in Europa bewegen, ganz deutlich mit dem christlichen Weltbild verbunden. Ich möchte aber erstmal mit einem Alltagsbeispiel beginnen und auch mit einer Abgrenzung. Mit einer Abgrenzung zum Begriff des Irrglaubens. Wir kommen jetzt gleich schon dahin, diese ganzen Begriffe, die sind auch nicht so vollkommen ausdefiniert. Und es ist eigentlich auch gute wissenschaftliche Praxis, wenn man über ein Thema redet, dass man vielleicht dann auch nochmal sagt, worüber sprechen wir eigentlich? Diese Begriffe also noch einmal auszudefinieren. Und im Alltag, da erleben wir sehr viel Irrglaube. Ich kenne da zum Beispiel jemanden aus meinem Bekanntenkreis, der hat mir einmal erzählt,
Früher hätte er immer wieder Erkältungen gehabt. Seitdem er aber abends duscht, hätte er keine Erkältungen mehr. Naja, die nassen Haare könnte man sich vorstellen, dass dadurch der Schnupfen ausgelöst wird. Aber so ein grippaler Infekt, der kommt ja nun eben durch Viren oder Bakterien. Der kommt ja nicht durch die nassen Haare. Die nasse Kopfhaut, die kann einen schon empfindlicher machen für so manches. Aber an diesen Beispielen, ich weiß jetzt, nach dieser Geschichte, er duscht jetzt nur noch abends und fühlt sich dadurch irgendwie sicherer und bewahrt vor Krankheiten. Das ist ein spannender Irrglaube. Ich habe mich da zu eben nochmal eingelesen und die Erklärung ist für mich erstmal logisch mit Viren und Bakterien. Aber trotzdem hat dieser Irrglaube für diese konkrete Person eine wichtige Funktion, eine stärkende Funktion. Und Aberglaube hat auch ganz oft etwas mit Sicherheit zu tun. Es gibt Erklärungsmuster, die bieten uns etwas an, eine vielleicht sehr leichte Erklärung, mit der wir dann auch sicher unterwegs sein können im Leben oder uns auch vor etwas fürchten. Es gibt aber eine große Unterscheidung, die ich machen will, zum Irrglauben. Der Irrglaube, der hat meistens keine Bindung an irgendetwas Übernatürliches. Und eine Bindung an etwas Übernatürliches, das haben wir eben ganz klar beim Aberglauben. Ich habe euch hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, es gibt sicherlich noch mehr. Und gehen wir da einmal kurz rein. Ich habe eingeleitet mit dem Toi Toi Toi, das bei uns sehr viel verbunden ist mit christlichen Vorstellungen. Zum Beispiel bringen schwarze Katzen Unglück. Ein Gruß an alle Katzenbesitzer, die es natürlich dann, wenn ihr schwarze Katzen habt, ihr habt wahrscheinlich die Alltagserfahrung, dass die euch wahrscheinlich sehr viel Glück und Freude gebracht haben. Aber woher kommt das? Da kommen wir tatsächlich ein bisschen ins Mittelalter. Von Hexen wurde manchmal behauptet, die könnten sich in Tiere verwandeln. Je nach Region wurde das im Übrigen auch Vampiren nachgesagt. Und so wurden diese schwarzen Katzen mit den Hexen in Verbindung gebracht, womöglich auch eine Hexe selbst, die sich in Form einer schwarzen Katze von links nach rechts bewegt. Und warum von links nach rechts? Naja, da auch wieder die Bibel. Die Schafe und die Böcke, die dann am Ende aller Zeiten getrennt werden und zu Rechten des Herrn sitzen dann die Guten sozusagen. Wenn die Katze dann von links kommt, aus der teuflischen Richtung, dann war es doch für manche ein ganz besonderes Zeichen. Weil, das werden wir gleich noch feststellen, die Zeichenhaftigkeit spielt bei Aberglaube eine ganz besondere Rolle. Aber nun auch Spiegelzerbrechen bringt 7 Jahre Pech. Da kommen wir auch in den Bereich rein von Zahlenmystik. 7 Schöpfungstage. Aber auch von Seelenvorstellungen. Es gibt die Vorstellung, dass ein Spiegel auch die Seele eines Menschen zeigt. Und wenn dieser Spiegel zerbricht, dass dies dann auch für die Seele etwas sehr Schwerwiegendes bedeutet, weil die Seele das Gegenüber von der Seele eben nichts mehr hat, wo sie sich dran festhalten kann. Ihr Ort, der Spiegel, ist zerbrochen. Es gibt es auch teilweise in anderen Kulturen. Es wird dann nachgesagt, dass manche indigene Völker, als die dann mit Fotokameras durch Ethnologen in Kontakt kamen, dass dann da die große Sorge war, dass dort die Seele eingefangen werden kann. Manchmal gibt es Überschneidungen zu anderen Kulturen. Überhaupt diese Seele, die ist mit ganz vielen Dingen verbunden. Es gibt ja manchmal auch den Aberglauben, wenn ein Verstorbener in einem Raum liegt, das Fenster zu öffnen, damit die Seele in den Himmel fliegen kann. Ein anderer Aberglaube, unter einer Leiter hindurchzugehen, das bringt Pech. Wir stellen uns mal vor, die Leiter steht an einer Hauswand, da wird ein Dreieck gebildet
Die göttliche Trinität wird dann durchkreuzt. Das Öffnen eines Regenschirms bringt in geschlossenen Räumen Unglück. Ein anderes Beispiel, oftmals mit einer ganz lebenspraktischen Erklärung. Enge Räume, man macht das auf, man kann jemand anderen treffen. Dann gibt es aber auch Beispiele für sehr positiven Aberglauben, der Glück bringen soll. Das Werfen von Salz über die Schulter soll Glück bringen. Das erinnert uns an Zeiten, wo Salz ein seltenes, kostbares Gut war. Und jetzt haben wir wieder links und rechts die linke Schulter. Ich weiß nicht, ob ihr mich spiegelverkehrt seht. Hier ist meine linke Schulter. Dahinter könne ja der Teufel stehen und etwas Kostbares auf den Teufel zu werfen. Da kann man sich vorstellen, dass man mit seinem Guten den Teufel bekämpft. Das bringt uns auch in diese Kategorie, das Tragen von Glücksbringern oder vierblättrige Kleeblätter oder auch Glücksmünzen. Das Kleeblatt mit vier Blättern, das ist relativ selten. Und so der Seltenheit wird dann ein hoher Wert zugesprochen. Ebenso auch bei Talismännern, Amuletten, die dann auch Schutz bringen sollen. Man kann sich vorstellen, Schutz vor bösen Geistern oder Schutz vor Unglück. Ein ganz besonderes Beispiel ist da auch Freitag der 13. Und tatsächlich, da ist mir auch etwas passiert. Ich hatte erst vor einigen Monaten an einem Freitag den 13. eine wichtige Sache. Und das war mir dann im Kalender aufgefallen. Da habe ich dann auch gegrinst, dass Freitag der 13. ist, weil ich darauf, ja dadurch, dass ich mich damit auch forschungsmäßig beschäftige, mir das dann eher mal so auffällt, ich darauf achte. Tatsächlich ging diese Sache dann schief. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, das war bei mir ein reiner Zufall, dass diese Sache schief ging. Aber wir haben es bei Aberglaube immer auch mit Mustern zu tun. Wenn man jetzt die Vorstellung im Kopf hat, Freitag der 13. ist ein Unglückstag, dann geht wirklich etwas schief, dann haben wir ein Phänomen von selektiver Wahrnehmung. Die Selektion, die Auswahl spielt da eine Rolle. Da geht es dann nicht mehr um die ganzen Freitag der 13., die einfach schlicht egal waren oder wo mir gute Sachen passiert sind. Da geht es um diesen einen Freitag, den 13., wo ich Pech gehabt habe. Das gibt es auch in der Psychologie, die Pareidolie. Das ist beispielsweise auf Bilder bezogen. Kann man im übertragenen Sinne aber auch hierauf anwenden. Das Muster erkennen, wo eigentlich keine Muster sind. Prominentes Beispiel ist da das Marsgesicht, als die ersten Sonden Fotos vom roten Planeten gemacht haben und da manche Leute in den Formationen ein Gesicht erkannt haben wollen. Aber woher kommt Freitag der 13.? Wir hatten vor wenigen Wochen Ostern. Karfreitag, der Kreuzigungstag Christi. Wir kennen es auch noch gerade in der katholischen Tradition als Fastentag. Und Judas war der 13. Apostel, der Verräter. So kommen hier zwei Sachen zusammen. Tatsächlich hat dies einigen Einfluss für manche Menschen auf den Alltag. Hier, das habe ich aus einer Zeitung herauskopiert von der Internetseite des Südkurier. Die verweisen auf ein Bild auf Wikipedia, ein Hotel, wo die 13. Etage fehlt. Das gibt es auch etwa, dass Airlines auf die 13. Bankreihe verzichten im Flugzeug. Das ist mir vor einer Weile auch einmal aufgefallen bei einer Flugbuchung. Der Wunsch steckt dahinter, Menschen, die diesen Aberglauben haben, und ich verbuche das jetzt auch mal bewusst als Aberglaube, bevor wir gleich zu weiteren Definitionen des Wortes kommen, dass Menschen, die dies als Aberglaube sehen und Angst haben davor, sich in eine 13. Flugreihe zu setzen oder im 13. Stock in Zimmer 13 zu übernachten, dass man diesen Menschen
von vornherein keine schlechten Gefühle macht, dass da keine Sorgen und Ängste entstehen. Und das ist natürlich wirklich so etwas. Wenn man sich das vorstellt, man hat Angst vor diesen bestimmten Dingen, dann kann dies durchaus Einfluss auf das Leben haben, im schlechtesten Sinne. Man vermeidet vielleicht bestimmte Handlungen, man legt keine wichtigen Veranstaltungen auf Freitag, den 13. Man sieht eine Katze über die Straße laufen und der Tag vorher, der war vielleicht noch gut und dann ist die ganze Stimmung dahin. Wiederum, wenn man zum Beispiel einen Glücksbringer hat und in einer schwierigen Situation ist, dann fasst man vielleicht in die Jackeninnentasche, wo dieser Glücksbringer liegt und dann denkt man daran, dass man dadurch Glück hat. So kann das eben auch alles eine stabilisierende Funktion haben. Und woher das kommt, das sind natürlich eben die Einflüsse, womit wir aufgewachsen sind. Selbst wenn wir die 13 gar nicht mehr mit Judas in Verbindung bringen, es ist natürlich trotzdem bei uns irgendwie bekannt. Und dann wird nach Zusammenhängen gesucht. Auch ein weiteres Element von Aberglaube, wie steht dann ein Unglück oder ein Glück mit etwas in Zusammenhang? Und dahinter steht ein ganz bestimmter Wunsch, nämlich zu kontrollieren, das zu kontrollieren, was man nicht kontrollieren kann. Dann sagen manche Leute vielleicht, 3 ist ihre Glückszahl. 3 ist sehr naheliegend, weil 3 die göttliche Trinität. Und dann legt man eine Veranstaltung, etwas Wichtiges, auf den 3. eines Monats. Und dann hat man Glück und fühlt sich bestätigt. Es ist der Wunsch, sich zu schützen und Einfluss zu nehmen auf das, was geschieht. Doch nachdem wir uns jetzt erstmal vom Alltag her genähert haben, wir haben es gerade am Anfang schon gehört. Und es steht auch im Titel jede Menge Superstitionen. Der lateinische Begriff ist Superstitio. Und tatsächlich in der römischen Antike hat es auch eine ganz besondere Rolle gespielt, auf Zeichen in irgendeiner Form zu achten, um damit vielleicht zu sehen, ob ein Unglück in der Zukunft geschieht. Superstitio, super, kann man mit über übersetzen. Wir haben ja in etwa den Überglauben. Der Kirchenvater Augustinus schrieb so etwa im 4. Jahrhundert in seinem Buch vom Gottesstaat, der Unterschied zwischen den Frommen und den Abergläubischen besteht darin, dass der Fromme vom Abergläubischen sagt, er fürchte die Götter, der Fromme aber verehre sie wie seine Eltern und fürchte sie nicht wie Feinde, denn sie seien alle so gütig, dass sie eher die Schuldigen schonen, als irgendeinen Unschuldigen verletzen. Bisschen kompliziert zu verstehen. Ich habe das mit aufgenommen als frühes Aufkommen des Superstitionenbegriffes, in der Übersetzung als Aberglaube. Es geht mir hier vor allem um den Unterschied, weil durch die Superstition wird eine besondere religiöse Angst ausgedrückt. Ich habe am Anfang gesagt, der Unterschied zum Irrglauben, der ist ganz besonders eine göttliche, eine übernatürliche Komponente. In Religion, in Geschichte und Gegenwart, in der 4. Auflage, lesen wir, von Aberglauben als einen verkehrten Glauben zu reden, heißt dies vom Standpunkt des rechten Glaubens oder der richtigen Erkenntnis auszutun. Dies muss man im Grunde eigentlich so sehen, mit Anführungszeichen, weil was ist denn der richtige Glaube? Aberglaube ist immer in Abgrenzung zu einem vermeintlich richtigen Glauben. Ich unterstelle jetzt mal vielen von uns, wenn nicht sogar uns allen, dass wenn wir vielleicht 3-mal auf Holz klopfen, auch so ein Aberglaube, wieder die 3-Zahl, wenn wir vielleicht 3-mal auf Holz klopfen, wissen wir eigentlich, dass es ein Aberglaube ist.
vielleicht auch einer, der uns stabilisiert. Dieses Wissen darum, dass es ein Aberglaube ist, entsteht in der Differenz davon, was wir als Anführungszeichen richtigen Glauben annehmen. Das bedeutet jetzt natürlich historisch, wenn wir über die historische Relevanz der Kirchen in Europa sprechen. Wer hat definiert, was Glaube und Aberglaube ist? Das haben die Kirchen in Europa definiert. Ich habe den Begriff Volksglauben aufgenommen. Eigentlich taucht dieser Begriff erst ab dem 18. Jahrhundert auf. Ich will den aber mit einer Erklärung schon etwas früher ansetzen. Es kam die Reformation. Wir hatten ja vor einigen Jahren, erst im Jahr 2017, 500-jähriges Reformationsjubiläum. 1517 geht es mit Martin Luther so richtig los. Die Reformation nimmt Fahrt auf und damit die Abspaltung von der katholischen Kirche. Der Protestantismus entsteht und sehr viele Pfarrer, damals eben nur Pfarrer bis in das 20. Jahrhundert, die erleben, dass die Menschen in ihren Gemeinden noch sehr viele Glaubensvorstellungen haben, sei es von Geistern oder womöglich auch von Dämonen oder Vampiren. Ihr habt gehört, eins meiner Lieblingsthemen. Und dieser Glaube wird als Volksglaube abgetan. Etwas Papistisches wurde dann gesagt von den Pfarrern. Papistisch, immer noch dem Papst anhängig, dem Papst zugehörig. Der Glaube an irgendwelche magischen Dinge zum Beispiel. Auch wieder ein Abgrenzungsprozess, den die Kirche aber auch schon früher kannte. Wenn wir an die Christianisierung mancher Gegenden denken, da wurde das Heidnische, was vorher war, abgetan. Da wurde es auch, wenn der Begriff jünger ist, als Volksglaube abgetan. Dieter Hamening, das ist ein Kulturwissenschaftler auch gewesen, der sprach vom Sachhorizont des Aberglaubens. Er hat sich mit verschiedenen kulturwissenschaftlichen Fächern befasst und unter anderem auch den Aberglauben erforscht. Und er sprach vom Sachhorizont, dass dazu drei Dinge gehören: Observanz, Divination und Praktik. Observanz ist, es wird etwas beobachtet. Man sieht etwas. Es ist eine Art Vorzeichen. Wir sehen beispielsweise die Katze über die Straße laufen. Divination. Können wir uns vorstellen, dass das vom lateinischen Divinus kommt? Gott zugehörig, bedeutet aber Weissagung, Wahrsagung, Ahnung oder Vorahnung. Hier kommt jetzt diese metaphysische Komponente hinzu, die Unterscheidung, die ich zum Irrglauben getroffen habe. Es wird jetzt vermutet, dass diese Katze über die Straße läuft, dass die eine übernatürliche Komponente hat. Etwas, woran man dann etwas ablesen kann, was in der Zukunft geschieht. Und daraus entsteht, so Hamening, dann die Notwendigkeit einer zauberischen Praktik. Es muss also etwas getan werden, um das, was dann beobachtet wurde, was mit etwas Höherem in Verbindung gebracht wurde, dann abzuwenden. Und da gibt es ganz verschiedene Beispiele dafür. Etwa das Achten auf Tiere, das fasst er unter sogenannter Tierweissagung zusammen, aber auch das Achten auf Wetterphänomene. Es gibt eine Donnerprognostik, dann aber auch die Wochentagsastrologie fasst er darunter, welcher Tag zum Beispiel günstig oder ungünstig ist für bestimmte Verrichtungen. Und dann gibt es natürlich noch die Notwendigkeit, etwas zu tun, die zauberische Praktik. Zaubersprüche, Beschwörungen, vielleicht ein Amulett, Wetterzauber, Regenzauber. Und das erinnert mich daran, ihr habt es am Anfang bei meiner Vorstellung gehört, ich habe zweimal in meinem Leben länger in Rumänien gewohnt, zuletzt in Siebenbürgen in Transsilvanien.
Und da gibt es auch eine ausgeprägte Roma-Minderheit. Und ich hatte dann auf einem Dorf mit verschiedenen Leuten aus dieser Minderheit zu tun. Und mir wurde dann auch so ein Zauber angeboten, um etwas vermeintlich Negatives in der Zukunft abzuwenden. Ich habe da dankend drauf verzichtet. Heute denke ich schade, weil so als interkulturelle Erfahrung wäre das schon gut gewesen. Aber das kann ich vorwegnehmen. Das Schlechte, was mir prognostiziert worden ist, das ist dann auch ohne diese zauberische Praktik nicht eingetreten. Ihr seht links einen alten Wahrsageautomaten. Die verdeutlichen ja ganz besonders diese Voraussicht auf das, was in der Zukunft womöglich geschehen könnte. Mit der Wahrsagerei ist ja etwas schwierig. Ich habe hier einen Internetfund. Ich weiß nicht, aus welcher Zeitung der stammt. Ein Wahrsager sagte 1969 voraus, dass Prinz Charles in eben jenem Jahr König wird. Oder er sagte das einige Jahre früher voraus. Wer jetzt vor nicht allzu langer Zeit Fernsehen gesehen hat, weiß, dass wir jetzt nicht das Jahr 69 haben, sondern 2023. Die Prognose schlug wie viele andere Prognosen fehl. Bei der Wahrsagerei, die gemeinhin auch dem Aberglauben zugerechnet wird und wo es auch in der Vergangenheit sehr verbitterte Aktionen seitens der verfassten Kirchen dagegen gab, da kommen auch viele spannende Punkte zum Einsatz. Und auch hier ist der Wunsch, etwas über die Zukunft zu wissen, um eben ein Unheil womöglich abzuwenden. In der Wahrsagerei kommen auch verschiedene interessante Mechanismen zum Einsatz. Was ich hochspannend finde, was es auch in der Therapie und in der Seelsorge gibt. Hauptberuflich arbeite ich für die evangelische Kirche. Auch schon mehrere Jahre bin ich da seelsorgerlich tätig. Cold Reading ist etwas, wo man anhand sehr weniger Punkte, die man vom Gegenüber sieht, auf andere Dinge schließt. Zum Beispiel, wenn Spuren am Finger sind, dass über mehrere Jahre ein Ring getragen wurde und der jetzt nicht mehr getragen wird, kann man vielleicht davon ausgehen, dass das Gegenüber eine Scheidungserfahrung hat und so auf kleine Details zu schauen. Das gibt es in verschiedenen Professionen. Und zusätzlich, das kennen wir vom Horoskop, kommen dann auch noch Gemeinplätze hinzu. Es kommen Aussagen hinzu, die auf viele Personen zutreffen können. Da gibt es etwas ganz Besonderes, den Barnum-Effekt, benannt nach dem Zirkusdirektor Phineas Taylor Barnum, der unter anderem ein Kuriositätenkabinett betrieb. Und da gibt es auch verschiedene Forschungen dazu, wie Menschen auf diese Gemeinplätze reagieren. Denen werden dann Aussagen vorgelegt. Zum Beispiel, ich zitiere nur kurz. Sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen, neigen aber dennoch zur Selbstkritik. Ihre Persönlichkeit weist einige Schwächen auf, die Sie aber im Allgemeinen ausgleichen können. Und so weiter. Viele Menschen, die das vorgelegt bekommen, reagieren erstmal so darauf, dass die das für sich unterschreiben können. Hier kommen wir auch zu den Vorwürfen an den Aberglauben. Bei Wahrsagerei ist ja auch der Vorwurf, der immer wieder aufkommt, dass da Menschen ausgenommen werden, dass die um ihr Geld gebracht werden. Es gibt ja auch seit Jahren einige Angebote im Internet und im Fernsehen, wo Menschen anrufen können und wo wir dann ähnliche Vorwürfe dagegen hören. Aber das ist nur ein kurzer Exkurs in ein besonderes Phänomen der Wahrsagerei, was zum Aberglauben gehört. Ich will in diesen Tagen noch einmal in der Geschichte springen. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber wenn ich hier so durch die Gegend fahre, dann sehe ich viele Felder, die schön gelb blühen. Die Überschrift auf dieser Folie, falls ihr nicht nur hört, falls ihr gerade auch seht, lautet von Feldkulten zum Kinderschreck.
im 19. Jahrhundert, da erforschte der Volkskundler Wilhelm Mannhardt Erzählungen um Roggenwolf, Roggenmuhme und auch verwandte Gestalten. Ja, ich war vor ein paar Tagen im Rahmen meines Hauptberufs bei einem Seniorenkreis, da habe ich mal gefragt, wer den Roggenwolf noch kennt. Ihr habt am Anfang gehört, wenn ihr seit dem Anfang dabei wart. Ich bin Vikar der Schaumburg-Lippischen Kirche, das ist in Niedersachsen, aber als Gastvikar in Brandenburg eingesetzt. Es kannten viele den Roggenwolf. Meine Mutter kommt aus Ostwestfalen und die kennt das auch aus der ostwestfälischen Verwandtschaft. Wiederum vor ein paar Tagen war ich bei einem Vortrag, da habe ich danach gefragt, da kannten nicht so viele den Roggenwolf, zur Geschichte des Roggenwolfs. Es wird erzählt, wenn der Wind so durch die Felder geht, dass dann der Wolf dahin durchzieht oder die Roggenmuhme, die Roggenmutter. Wilhelm Mannhardt hat im Deutschen Reich Briefe geschrieben, um Sagen zu erforschen. Ähnlich wie die Brüder Grimm. Fun Fact an dieser Stelle. Ich dachte auch lange Zeit die Gebrüder Grimm. Und dann wird im Übrigen auch ein Irrglaube manchmal erklärt, dass Gebrüder die Gesamtheit aller Brüder meint. Aber die Brüder Grimm, es gab noch in der Grimm-Familie andere Geschwister. Also Gebrüder Grimm schieben wir beiseite. Ähnlich wie die Brüder Grimm, auch Sagenforschung. Und Wilhelm Mannhardt forschte intensiv zum Roggenwolf. 1865 kam dazu seine Schrift heraus. Und ursprünglich war die Vorstellung so, er ordnete den Roggenwolf den Vegetationskulten zu. Roggenmutter oder Roggenwolf, es wurde geglaubt, dass solche Wesenheiten, die unsichtbar durch das Feld streifen, dass die zum Schutz des Feldes da sind. Geschichtlich wurde daraus immer mehr ein Kinderschreck. Es wurde gewarnt. Wiederum, dass auch das, was man in Ostwestfalen oder Brandenburg dann auch kennt, wo ich mit den Leuten sprechen konnte. Es wurden Kinder gewarnt, geht nicht in das Feld, nicht, dass euch die Roggenmuhme holt, nicht, dass euch der Roggenwolf holt. Die Vorstellung Mannhardts, die war damals noch, dass sich eine Kultur evolutionär entwickelt. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen plakativ. Früher wussten die Leute nicht so viel, heute wissen die mehr. Das kann man eben so pauschal nicht sagen. Das ist die Problematik daran. Aber hier die Vorstellung, viel hat sich, wir haben es auch bei Hamening gerade gehört, Sachhorizont des Aberglaubens von der Betrachtung der Umwelt entwickelt dazu, dass heute so etwas nur noch ein Kinderschreck ist. Der Wolf schützt nicht mehr das Feld, sondern er ist etwas, was angeblich Kinder fressen soll. Hier auch wieder die Funktion. Wir können immer nach der Funktion fragen bei solchen Dingen. Eine Warnung, dass Kinder nicht ins Feld gehen und sich da womöglich nicht verlaufen. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, wie ihr gehört habt. Die historische Vampirdebatte. Das will ich nur streifen. Der Vampir ist ein Phänomen des 18. Jahrhunderts, insbesondere an den österreichischen Militärgrenzen. Da wurden Menschen angesiedelt aus verschiedenen Regionen zum Schutz der Grenze. Es konnten sich verschiedene Formen des Aberglaubens vermischen. Da traten bestimmte Phänomene auf. Es gab die Vorstellung, die gab es schon länger, aber die wurde im 18. Jahrhundert immer körperlicher, dass Verstorbene nach ihrem Tod zurückkehren könnten. Und es gibt Geschichten aus der Zeit, wo es aus Dörfern dann den Ruf gab an die Behörden, kommt her, wir wollen hier eine Exhumierung durchführen. Wir wollen eine Leiche aus dem Grab heben, weil wir vermuten, bei dieser Leiche handelt es sich um einen Vampir. Wie kommt man darauf? Es gab damals verschiedene Geschichten und verschiedene Vermutungen über Tote, die zurückkehren. Und dann
wird es dadurch genährt, wenn dann so ein Grab geöffnet wird, dass der Leichnam, der unter der Erde lag, nicht den Vorstellungen der Menschen entsprach, die das Grab womöglich illegal geöffnet hatten, um sich den Schaden durch dieses vermeintlichen Vampirs zu erwehren. Es kam zur Mitte des 18. Jahrhunderts dazu, dass von den österreichischen Militärgrenzen immer mehr solche Fälle berichtet worden sind. Im Übrigen, die Dorfbevölkerung sagte auch den Behörden, wenn ihr nicht was gegen den Vampir tut, dann gehen wir hier weg, dann verlassen wir die Militärgrenze, dann sichern wir sie nicht mehr weiter. Also auch eine Druckfunktion. Der Leibarzt von Maria Theresia, Gerd von Swieten, stellte eine Expedition zusammen und diese Expedition, die kam am 9. Februar 1755 ins österreichische Kronland nach Mähren, in das Dorf Hermersdorf. Und denen wurde da erzählt, 19 Vampire treiben hier ihr Unwesen. Es wurde gefragt, wie habt ihr erkannt, dass hier angeblich Vampire sind? In diesen Quellen ist das immer interessant, da wissen immer dann auch gerade alte Frauen aus dem Dorf, dass wenn man einen schwarzen, ungezähmten Hengst oder einen schwarzen Hahn über den Friedhof scheucht und der bei einem Grab durchdreht, da liegt ein Vampir. Es wurden verschiedene Gräber geöffnet, allesamt mit einer ähnlichen Liegedauer, um Vergleichbarkeit herstellen zu können. Und je nach Liegedauer sahen die Leichen ähnlich aus, wie die aussahen, sage ich euch gleich. Was dachte die Dorfbevölkerung, nachdem so viele Leichen unverwest waren? Die ging plötzlich davon aus, es sind hier sehr viel mehr als 19 Vampire. Worauf kam die Kommission? Wir wissen zu wenig über Verwesungsvorgänge, wie Verwesung unter der Erde stattfindet. Eine durchaus wissenschaftliche Annahme. Weil der Punkt ist, Exhumierungen wurden eigentlich nicht durchgeführt. Der bestattete Körper, die Kirche sah dies als heilig an. Und deswegen war dies eigentlich nicht vorgesehen. Aber wie sah so ein Körper aus, wenn er wenige Wochen erst unter der Erde lag? Man kannte ja nur, wie Leichen auf dem Schlachtfeld an der Oberfläche verwesen. Oft war der Körper wohl genährt. Es drangen Flüssigkeiten aus Mund und Nase. Die Nägel schienen gewachsen, weil sich die Haut zurückzieht, das Zahnfleisch auch. Dieser Körper machte oft Geräusche, gerade wenn er gefällt wurde. Das hielten die Menschen für einen Schrei. Es sind Gase im Körper, die auch die Flüssigkeiten nach außen drücken. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Diese Mutigen, in Anführungszeichen, die illegal den Leichnam exhumierten, die steckten sich womöglich wieder an, wenn der Verstorbene an einer ansteckenden Krankheit gelitten hatte. Wir haben hier wieder den Sachhorizont des Aberglaubens. Menschen werden krank in einem Dorf und man vermutet da jemanden, eine Observanz, der schon vorher irgendwie stigmatisiert war. Meistens sind es die Außenseiter, die zu Vampiren werden und eine zauberische Praktik, die Fählung, die soll dann helfen. Und so kam es dann eben 1755 auch zum Vampirerlass Maria Theresias. Der Aberglaube ist abzustellen, steht da drin. Ich finde das unheimlich theresianisch, unheimlich kaiserlich und königlich, einen Aberglauben abstellen zu können. Allein die Vorstellung. Es wurde darin gesagt, nur noch unter Hinzuziehung eines Arztes oder eines Priesters darf eine Exhumierung durchgeführt werden, eben damit es nicht zur Ansteckung kommt. Eine gefährliche Seite von Aberglauben. Wir springen ein bisschen kurz vor dem Abschluss dieser kleinen Reise in die Gegenwart. Halloween und die Okkultismusdebatte, weil so Debatten um den Aberglauben, die flachen nicht ab. Bei Halloween, da handelt es sich um ein Fest. Es gibt Vermutungen, dass dies auf ein keltisches Ernte- und Totenfest zurückgeht. Ernte und Tod, Leben und Tod eng beieinander.
Irische Siedler brachten das mit in die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Übrigen, Fun Fact, ursprünglich waren es nicht Kürbisse, sondern Rüben, die geschnitzt worden sind und wo ein Licht hineingestellt wurde. Es gab aber in den USA mehr Kürbisse und der Reimport nach Europa geschah dann eben mit Kürbissen. Ich unterhalte mich gerne mit verschiedenen Leuten, was die in ihrer Kindheit, gerade ältere Leute, sind eine spannende Quelle und eine wirkliche Empfehlung. Das kann auch Generationen verbinden, so ein Gespräch. Was die in ihrer Kindheit so an Glaubensvorstellungen mitbekommen haben, gerade auch Aberglaube. Tatsächlich habe ich von jemandem aus dem Raum Aachen gehört, der kannte in seiner Kindheit auch in Deutschland noch die Rübengeister. Woher kommt das? Das kommt daher, dass die Hintergrundgeschichte, die irische Hintergrundgeschichte, auch wiederum sehr viel mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Es geht da, vielleicht kennen manche von euch die Geschichte, um einen Säufer, um einen geizigen Jack. Deswegen heißt das Rübenlicht auch Jack O'Lantern. Der war so frech, dass er sogar den Teufel verarscht hat und selbst in die Hölle keinen Einlass mehr bekam und als Sünder auch nicht in den Himmel. Der Teufel gab ihm ein brennendes Stück Kohle, das er des Nachts umherzieht. Die Kohle, die steckte er in eine ausgehöhlte Rübe, und so zog er des Nachts umher. Eine Erklärung für die Irrlichter. Im Übrigen, das sind manchmal Lichter, die es in moorigen Gebieten gibt, die dann auch im Aberglauben mit geisterhaften Erscheinungen erklärt worden sind. Als das in den 80ern und 90ern rüberschwappte, wieder nach Europa, da warnten eben auch manche Kirchen davor. Es flammte eine neue Aberglaubendebatte auf. Im Übrigen auch als Harry Potter dann nach Europa kam, flammte diese Debatte wieder auf. Woher kommt das? Ich habe aktuell ein neues Forschungsprojekt. Da beschäftige ich mich mit dem Exorzismus im Rituale Romanum im katholischen Polen. Es gab es vor einigen Monaten, ich habe das jetzt vor ein paar Tagen bekommen, hier auch ein Magazin der Exorzisten, Exorzista. Das kommt daher mit der Vorstellung, wie können denn Dämonen überhaupt eindringen? Zum Beispiel eben durch Okkultismus, durch Hexenbretter wohl möglich, ihr kennt das vielleicht, Gläserrücken. Und davor wurde dann wieder gewarnt, als das Halloween-Fest zurückkam. Letztlich steht diese große Angst dahinter, die aber eben auch dann dazu führen kann, dass sich manche im Ton vergreifen. Ich kann es jetzt nicht mehr zeitlich ganz einordnen. Das muss 2016 gewesen sein. Am 31. Oktober, nicht Reformationstag, sondern Halloween, am Vorabend vor Allerheiligen. Da gab es in Bukarest, zu der Zeit war ich gerade in Rumänien oder 2015 muss das gewesen sein, einen schlimmen Brand in einem Bukarester Metal-Club. Da sind einige Menschen bei zu Tode gekommen. Die Taxifahrer haben sich mit den Opfern solidarisiert, sie kostenfrei ins Krankenhaus gebracht. Einige Vertreter der orthodoxen Kirche sagten etwas ganz Schreckliches. Wenn man an Halloween den Teufel anruft, darf man sich nicht wundern, wenn er einen in die Hölle zieht. Zitat Ende. Aberglaube und diese ganze Debatte kann eben auch verletzen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so auch mein Schlussplädoyer. Der Aberglaube des einen kann der Glaube des anderen sein. Also wenn wir darüber reden, vielleicht auch mit einer gewissen Behutsamkeit. Weil für manche Menschen, ich bin ja sehr froh, dass auch gerade zum Beispiel sich psychische Erkrankungen, dass die in den letzten Jahren immer weniger stigmatisiert werden. Für manche Menschen können ebenso Dinge wie Glücksbringer oder so auch eine stabilisierende Funktion haben. Deswegen mein großes Werben dafür zum Abschluss dieser kleinen Reise. Welche Funktion hat der Aberglaube und schadet er konkret? Und das vielleicht nicht als Gegensatz
zu sehen, Glaube, Aberglaube, was ist richtig, was ist falsch, sondern vielleicht auch als eine schöne Gesprächsmöglichkeit, die auch Generationen miteinander verbinden kann. Und jetzt danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich herzlich. Ich hoffe, während 3/4 Stunde hat es jetzt, glaube ich, gedauert, sind nicht allzu viele verloren gegangen unterwegs in der Geschichte. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut, geschichtsdramaturgie.de. Ihr findet mich auf Twitter, auf Facebook unter meinem Namen, Manuel Stübecke. Ich freue mich und ich bin ganz neugierig. Ich habe ja jetzt hier kein Gegenüber gehabt, immer in die Kamera gesprochen. Ich freue mich, das war der erste Teil der neuen Wortwerkreihe und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, auf eure Fragen. Ich freue mich jetzt, die Freigabe hier zu beenden und wieder sichtbar zu sein. Ja, lieber Manuel, herzlichen Dank dafür. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Wir hüpfen doch gleich rüber in die andere Szene. Es wird auch schon fleißig applaudiert im Chat. Also du kannst auch gerne, falls du es nicht ohnehin hast, auch den Chat wieder öffnen, um ein bisschen einen Überblick auch zu bekommen, was da die Leute so hineinschreiben. Vor allem jetzt da auch, wenn es in den schon bereits angemerkten zweiten Teil geht, nämlich so ein bisschen diese Q&A-Runde, Fragerunde. Wenn ihr jetzt da Fragen haben solltet, wenn etwas unklar ist, beziehungsweise ihr Bestätigung haben wollt oder vielleicht Zeichen gedeutet haben wollt, ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr da etwas, dann meldet euch und schreibt es rein. Ich habe schon ein bisschen etwas mitgeschrieben, ich habe mir auch schon 2, 3 Nachrichten auch rausgesucht aus dem Chat jetzt während des Vortrages, die, was glaube ich sehr spannend ist, dann auch für Fragen. Möchte allerdings selbst an dieser Stelle jetzt mich natürlich noch einmal bei dir bedanken, eben einmal für den Vortrag, möchte mich einmal bedanken, dass sehr viele Leute da jetzt auch dabei waren und sich das einmal angehört haben und den ersten Teil, wie du sagst, von Wortwerk einmal miterlebt haben, bevor wir jetzt darüber zu den Fragen gehen. Was ich vorweg gleich einmal sagen möchte, ist, ich habe schon mehrfach jetzt gelesen, eine sehr angenehme Stimme, eine sehr angenehme Art und Weise, wie du auch vorträgst. Dankeschön. Ich nehme mir an, das ist auch, kommt auch mit der Berufserfahrung. Also ich glaube, da gerade jetzt da mit deinem Werdegang, glaube ich, da kann man sehr viel auf das auch natürlich zurückführen. Das ist immer sehr schön, vor allem im digitalen Raum. Vielen Dank, das ist immer Balsam für meine Seele. das glaube ich, ja. Gut, bevor wir jetzt aber auf die Fragen, ich nutze das jetzt schamlos aus, dadurch, dass ich jetzt auch derjenige bin, der als Einziger mit dir auch reden kann, nutze ich das an dieser Stelle auch. Die anderen müssen schreiben. Die brauchen jetzt eh vielleicht zum Tippen noch ein bisschen, deswegen kann ich das jetzt auch gleich vorweg einmal bringen als Überleitung. Ihr schreibt eure Fragen in den Chat hinein und ich werde mir das ansehen in dem Moment, wenn Manuel dann gleich auf meine Frage dann auch eingehen wird. Meine Frage ist jetzt da eher, es ist ein bisschen so ein Was-wäre-wenn-Spielchen an und für sich. Wir haben jetzt da ja kennen oder gelernt mehr oder weniger, dass so Aberglauben und so etwas auch immer etwas mit Ängsten zu tun hat, beziehungsweise auch sehr viel mit Unsicherheit einfach im Zusammenhang steht. Und was ich mich da frage ist, wir leben ja heute in einer doch sehr hochtechnisierten Welt. Wir haben eine zum Teil sehr fortgeschrittene Wissenschaft. Wir können sehr viele Sachen heute wesentlich besser deuten und erklären und so weiter. Und dieser ganze Aberglaube oder diese ganzen Beispiele, die du gebracht hast, sind natürlich jetzt da alles, historische, lassen sich zurückführen jetzt auf irgendwelche vergangenen Zeiten, auf historische Erlebnisse und so weiter, was sich dann im Laufe der Zeit halt einfach weiterentwickelt hat, die Deutung sich verändert hat, die Erklärungsmodelle sich dadurch auch ein bisschen verändert haben, aber der Ursprung liegt halt schon weiter zurück. Und du hast jetzt da zum Schluss auch Halloween angesprochen und wie das heute auch ein bisschen so zelebriert wird und so weiter. Es gibt diese okkulten Kreise, auch diese ganze Pagan-Bewegung und so weiter, was ja auch ein bisschen auf dieses Mythische auch dann sich zurückführen lässt. Wie glaubst du, wird das in der Zukunft sein? Beziehungsweise wird unsere Zeit oder bringt unsere Zeit, wo wir jetzt da eben mit Wissenschaft und wie schon gesagt, viel mehr und viel deutlichere und klarere Deutungsmodelle, über die wir verfügen, bringt unsere Zeit auch etwas hervor, was in der Zukunft irgendwie zu einem Aberglauben führen kann? Oder ist es etwas, dass wir eher wieder historische, oder jetzt, wie schon gesagt, diese historischen Komponente wieder weiterentwickeln und damit die Deutung wiederum verändern in der Zukunft? Oder sozusagen bedienen wir uns an der Vergangenheit oder bringen wir einen neuen Aberglauben irgendwie hervor? Ich weiß nicht, ob du das
meinen Gedankengang folgen kannst dabei. Ich finde das Spannende an deinem Gedankengang, dass diese Frage immer wieder neu gestellt wird. Ganz groß hat diese Frage aufgeworfen 1897 Bram Stoker, Dracula. Weil wo findet der Aberglaube statt in der technisierten Welt? Er findet immer woanders statt. Der Aberglaube wird immer woanders verortet. Deswegen auch der Vampirerlass. Der Aberglaube fand nie in Wien statt, sondern in der Peripherie. Und jetzt hast du die Frage auf die Zukunft bezogen. Das ist ja sehr verführerisch zu glauben, der Aberglaube findet woanders statt. Und wir haben den vielleicht womöglich überwunden, diesen Aberglauben. Und jetzt sehe ich da im Chat, jetzt habe ich den Chat nicht mehr offen, eine große Verwunderung, ich zeige es noch einmal, dass die Exorzisten in Polen bis vor wenigen Monaten ein eigenes Magazin hatten, wo über Jahre die Auflagen stiegen. Wo jetzt viele von uns sicherlich sagen, das ist ja ein Beispiel für Aberglaube, der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Du hast es gerade mit Ängsten eingeleitet. Ich weiß aus der seelsorgerlichen Praxis, dass sehr viele Menschen heutzutage sich mit Ängsten umtreiben. Auch Menschen, von denen man das gar nicht erwartet. Und da hilft dann oft nicht die Technologien, um diesen Ängsten zu begegnen, sondern da kann es dann tatsächlich wieder zu einem Rückgriff kommen. Nicht nur auf einfache Erklärungsmuster, sondern auch auf historische Erklärungsmuster. Was da in der Zukunft bringt, das ist wirklich Wahrsagerei und Glaskugelschauen. Aber ich glaube, meine Großmutter hat immer gesagt, wenn die neuen Technologien sah, das ist alles Hexerei. Ich glaube, je mehr wir davon überfordert werden, kann es wieder reizvoll sein, auch nach alten Deutungsmustern zu suchen. Ist es, da kannst du jetzt noch eine weitere Frage irgendwie anzuhängen, ist es auch etwas mit dem, wie soll ich sagen, das Finden des eigenen Seins in der Gegenwart, hat das etwas vielleicht auch damit auch zu tun? Also du bist ja, du hast mich ja gefunden über den Discord-Server von den Game Studies. Und Genau. du weißt ja, du bist ja dann selbst ja auch da drinnen, die Authentizitätsdebatte, die dort ja auch vorherrscht. Und wir haben ja gerade da ja, ich habe jetzt vor kurzem von Felix Zimmermann die Dissertation gelesen und er geht ja auf das Thema der Atmosphäre ein und so weiter und bei den Spielen und eben natürlich auf den Authentizitätsbegriff. Und dabei wird ja auch ein bisschen darüber geredet, dass die Authentizität, dieser Wunsch danach ja auch darauf zurückzuführen ist, dass der Mensch eigentlich eine Unsicherheit hat, was in der Zukunft passieren wird. Und gleichzeitig aber, wenn wir jetzt da diese Authentizität uns jetzt da hernehmen, dann ist es dieses Rückbesinnen auf das, wie es quasi mal in unserer Vorstellung einmal war, weil es gibt uns eine gewisse Sicherheit. Da war halt alles gut in der Hinsicht und die Zukunft ist ungewiss und das Ganze, ich kann mich da drinnen nicht verorten, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Und ist es bei diesem Aberglauben vielleicht aber auch so etwas, was ein bisschen in diese Richtung geht, dass man sagt, ja, der Aberglaube, also dieses eine zum Beispiel jetzt wirklich, du hast vorher gebracht, dieses dreimal Klopfen zum Beispiel auf den Tisch, das ist etwas, wenn ich das mache, dann wird alles gut quasi halt einfach. Also man weiß es zwar eigentlich vielleicht ein bisschen besser, dass das Ganze jetzt da eh nicht mehr wirklich so. Manche vielleicht, dass das jetzt eh wahrscheinlich sehr schwer nur nachweisbar ist, dass das wirklich was bringt. Aber ich mache es halt jetzt einfach, weil es hilft, beziehungsweise es schadet halt einfach nicht. Und auch bei dieser Wunsch nach der Authentizität, nach diesem Authentischen, was einmal als gut gesehen wurde, beziehungsweise als eine sehr positive Sache halt einfach, dass auch da ein bisschen diese Besinnung zu dem, wie es früher war, halt einfach, weil in der Zukunft, wer weiß, wie es da ausschaut. Und ich weiß, wir sind als Menschheit bis heute, bis ins Jahr 2023 gekommen, also kann es nicht so verkehrt damals gewesen sein. Und so auch beim Aberglauben, so bisher hat das ja gut funktioniert, also kann man es ja auch so weitermachen. Verstehst du auch hier meine Ja. Gedankengang? Ja, dass da natürlich auch in der Handlungslogik irgendwie so eine Genau, Traditionslinie ja, liegt. genau. Das hat ja unseren Vorfahren geholfen. Da kann es ja nicht so ganz schlecht sein. Und die haben ja auch alles Mögliche überstanden. Ja, ganz sicher. Ich kann deinem Gedankengang total gut folgen. Dass da natürlich auch ein Wunsch ist, sich in etwas
Das wird ja manchmal in der Vorstellung auch Eskapismus genannt, sich da in etwas reinzufliehen, auch in eine andere Welt. Und ich komme da auch so ein bisschen darauf, da auch, und ich hoffe, das führt jetzt nicht von der Grundfrage zu weit weg. Es gibt ja auch diesen wohligen Schauer und den Interesse überhaupt am Aberglaube. Ich habe als Kind total gerne mit meinen Eltern X-Faktor geschaut, oh, das ja. Unfassbare. Da konnte man ja zu Hause schön miträtseln, da war auch so ein wohliger Schauer über den Rücken und konnte man sich ja vorstellen, das könnte ja so gewesen sein. Und dann wurde dann erzählt, das ist auch wahr, etwas Ähnliches ist im 19. Jahrhundert zwei Männern in den Südstaaten passiert. Und dann, das war zwar auch alles wieder hanebüchener Unfug, aber da konnte man sich ja dann auch irgendwie absichern, sich fliehen in so eine Welt des Möglichen. Mhm. Und der Aberglaube ist ja auch eine Welt des Möglichen. Du hast gerade gesagt, dieses dreimal Klopfen auf Holz, da wissen wir vielleicht rational, diese zauberische Praktik, die ist mit nichts verbunden. Aber es ist eine Flucht in die Welt des Möglichen. Mhm. Es könnte ja möglich sein, dass es doch hilft. Mhm. Und jetzt meine letzte Nachfrage. Tust du selbst dreimal auf Holz klopfen? Also erwischst du dich selbst hin und wieder bei genau solchen Ritualen mehr oder weniger, dass du sagst, ja, das machst du eben? Oder bist du eben, weil du dich mit dem so beschäftigst, dass du sagst, nein, das quasi, ich weiß, dass das jetzt da vielleicht jetzt nicht ganz so viel bringen wird, aber... Ich glaube, dreimal auf Holz geklopft habe ich noch nie, wenn dann, glaube ich, zum Spaß. Ich habe bestimmt andere Spleens und andere Ticks, die ich da mache. Spannend, weil bei uns, also zumindest ich glaube, in meiner Umgebung ist das ganz stark, das mit dem dreimal auf Holz klopfen. Das lernt man einfach in der Kindheit, würde ich einmal sagen. Ja. Das ist sehr spannend, super. Dann danke mir fürs Beantworten meiner Fragen und ich würde sagen, jetzt gehen wir über zu den Fragen aus dem Chat. Vorhin hat schon während deines Vortrages Drau etwas gefragt und diese Frage finde ich gut. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob du auf das auch eingehen kannst tatsächlich. Und zwar ist die Frage, hat der Aberglaube die gleiche Mechanik wie der Placebo bzw. der Nocebo-Effekt? Ich werde mal eher auf Placebo bezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob du etwas dazu sagen kannst, weil ich sage, Placebo ist ja doch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob da Überschneidungspunkte sind für dich. Ja, vielleicht sollte man, ich will jetzt Placebo und Nocebo nicht einfach als bekannt voraussetzen. Die Idee von Placebo und Nocebo ist zum Beispiel, ich nehme ein vermeintliches Medikament, was eigentlich keine Wirkung hat, aber das aktiviert meine Selbstheilungskräfte. Bei Homöopathie wird das ja zum Beispiel manchmal unterstellt oder in Deutschland, ich weiß nicht, wie die Rechtslage in Österreich ist, da gibt es zum Beispiel Heilpraktiker, also Menschen, die kein Medizinstudium haben, aber in Heilberufen tätig sind, was eben auch manchmal im Aberglaube verortet wird. Und da ziehe ich gleich die Verbindung, wo es dann eben so ist, Menschen glauben, dass eine bestimmte Behandlung hilft, und tatsächlich tritt dann eine Heilung ein. Das Klassikerbeispiel ist hier, ich habe gerade angesprochen, dass ich ja im Gebiet Brandenburg tätig bin, in der Uckermark. Und es gibt auch hier auf den Dörfern immer noch so vereinzelt Leute, denen dann nachgesagt wird, dass die Warzen besprechen können. Ich weiß nicht, ob dieses Phänomen bekannt ist. Menschen haben dann irgendwo eine Warze und die geht nicht weg, die geht zum Verrecken nicht weg. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wenn diese Warze besprochen wird, dann verschwindet die. So, jetzt habe ich persönlich habe noch keinen erfolgreichen Warzenbesprecher erlebt, weil mich auch selbst das nicht betroffen hat, diese Thematik. Aber ich kenne Leute, die sagen, Mensch, ich hatte eine Warze, die ist durch nichts weggegangen. Und dann habe ich die Warze besprechen lassen und dann war die weg. Dann hat die sich zurückgebildet. Das wird gemeinhin eben auch diesem Placebo-Effekt zugeordnet. Also Nocebo ist ja das Gegenteil, dass dann eben nichts eintritt. Und insofern kommen wir auf die stabilisierende Funktion, die dieses dreimal Klopfen auf Holz eben haben kann. Jetzt hat zum Beispiel jemand Lampenfieber, was ja durchaus sein kann. Jemand stottert vielleicht in herausfordernden Situationen, weil er einen wichtigen Vortrag halten muss, sonst macht er das nicht. Und dann, du hast gerade die Prägung angesprochen,
wir können das ja mal durchdeklinieren. Ein Schüler muss seine Arbeit in der Schule vorstellen und bei Vorträgen stottert er immer. Die Eltern sagen, hier klopf vorher dreimal auf Holz. Und dann bildet er sich ein, dass das hilft, weil das hat den Vorfahren schon geholfen. Dann macht er das vor dem Vortrag. Es läuft tatsächlich gut, weil sein Selbstwertgefühl ist da gestiegen. Er hat sich dadurch irgendwie sicherer gefühlt. Auch wieder selektive Wahrnehmung, ob die Prüfer es ihm da vielleicht auch leicht gemacht haben und nett gelächelt haben, lassen wir jetzt mal außen vor. Und dann trägt sich das weiter. Und dann kann das natürlich diese Erfahrung sich im eigenen Selbst immer weiter fortsetzen. Dieser Schüler ist irgendwann ein alter Mann und hält dann auch wieder vom Schützenverein einen Vortrag. Aber es ist in ihm drin, wenn er klopft, dann geht es ihm gut. Placebo-Effekt, das Selbstwertgefühl steigt an der Stelle. Mhm. Ja, als Anmerkung dazu, weil du jetzt gefragt hast wegen der Rechtslage in Österreich, der Beruf der Heilpraktiker ist in Österreich untersagt. Das ist etwas, was in Deutschland zugelassen ist, in Österreich nicht. Unter anderem eben auch damit, dass ich glaube, Heilpraktiker brauchst du ja keine Ausbildung dafür. Und ich glaube, du kannst das ja komplett frei irgendwie durchführen. Und das ist in Österreich eben nicht möglich. Ich habe in der Vergangenheit jetzt sogar ein paar Mal mit Heilpraktiker auch arbeiten müssen. Und also jetzt aus Deutschland. Und sehr spannend, weil manchmal sind die Leute auch wirklich total auf wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse und andere sind wiederum Vollgas in eben wirklich Homöopathie und so weiter, Globuli und Co. und so. Und ja, wie du sagst, da geht es halt über Selbstheilungskräfte, die durch das Placebo halt eventuell ausgelöst wird, aber über den Placebo hinaus halt einfach keine Wirksamkeit eigentlich vorhanden ist. Aber ja, okay, ja, danke schön für die Beantwortung dieser Frage. Jetzt habe ich in dem Moment alle Fragen gelöscht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Großartig, aber das macht nichts, weil ich habe die eh gleich wieder bei der Hand. Lady Steffi hat jetzt gerade vorhin zum Beispiel gefragt, die Bauernregeln. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das in Deutschland eine Sache ist, ob das unter das Thema Aberglauben hineinfällt. Da gibt es ja diesen Klassiker, um das zu parodieren. Kräht der Hahn morgens auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Genau, ja, genau. Naja, das fällt im weiteren Sinne unter Aberglauben. Also es gibt ja tatsächlich richtige Beobachtungen. Jetzt sind ja, glaube ich, gerade an diesen Tagen die Eisheiligen gewesen, wo dann auch daraus etwas abgeleitet wird, wie sich dann das Wetter womöglich verändert. Manche Bauernregeln hängen mit Beobachtungen in der Natur zusammen, die dann womöglich, da stecke ich nicht ganz so drin in dem Thema, auch auf einem tatsächlichen Hintergrund fußen. Wiederum andere, die können getrost als Aberglaube verortet werden. Vor allem gibt es hier auch keine festen Kategoriengrenzen. Okay, dankeschön. Ich habe in dem Moment wieder den falschen Knopf gedrückt. Gut, sagt mir auch, alle guten Dinge sind drei, oder? Also ja. Das passt in dem Falle dazu, dann wird es mir jetzt noch einmal passieren. Vor allem, er fragt eh, sollen alle Fragen gelöscht werden und ich drücke dann trotzdem auf Ja, obwohl ich ja eigentlich nur die aktuelle rausnehmen möchte. Ja, gut. Aber ist kein Problem. Mobi hat die nächste Frage gestellt, die ich jetzt auch gleich so anzeigen kann. Und zwar, wie erkennt man denn, wann oder ab wann ein Aberglaube eben doch schadet? Beziehungsweise gibt es so etwas überhaupt? Schaden durch Aberglauben in unserer Zeit? Wirklich ganz wichtige und gute Frage. Wann ein Aberglaube schadet? Es gibt die Juristenantwort für viele Sachen. Kommt darauf an. Es kommt darauf an, wann ein Aberglaube schadet. Ich würde sagen, wir haben die banalen Beispiele, die wir gerade gehört haben, dieses dreimal Klopfen auf Holz. Da würde ich sagen, wem soll das schaden? Aberglaube kann schaden, wenn Leib und Leben in Gefahr ist. Wenn womöglich sogar die Psyche in Gefahr ist dadurch. Jetzt ist aber die Frage, die ich hier auch immer stellen würde. Ich habe ja relativ früh im Vortrag gesagt, Aberglaube ist immer auch ein Abgrenzungsbegriff vom vermeintlich richtigen Glauben. Wer hat das Konkrete als Aberglaube definiert? Zum Ende des Vortrags hatte ich dieses schreckliche Ereignis aus Bukarest, wo es den Brand in dem Club gab, an Halloween, wo orthodoxe Priester sagten, wer den Teufel an Halloween anruft,
Der darf nicht wundern, wenn er einen in die Hölle zieht. Hier ist Aberglaube aus einer bestimmten Anschauung heraus gedeutet worden. Also wir müssen bei der Bewertung der Schädlichkeit immer auch gucken, von welchem Standpunkt aus ist das als Aberglaube überhaupt definiert worden? Welche Einstellung hat diejenige Person dazu, die sagt, das ist jetzt ein Aberglaube? Mhm. Und dann natürlich kommt da was Gefährliches bei raus, werde ich selbst, werden womöglich andere Leute gefährdet. Mhm. Ich glaube, da kann man sehr lange, glaube ich, über sowas auch wirklich diskutieren. Was wir wahrscheinlich in diesem Rahmen jetzt da eher weniger noch durchbringen werden in den letzten Minuten, aber vordergründig könnte man sehr viel tiefer aber auf das vielleicht noch eine Ergänzung, da wir gerade über Heilberufe sprachen. Mhm. Ein ganz wichtiges Kriterium ist dann im Zweifel, ob etwas Scharlatanerie oder gefährlicher Aberglaube ist, ist dann natürlich letztlich immer auch die strafrechtliche Relevanz. Mhm. Also wenn aus etwas heraus etwas erwächst, was einfach nicht in Ordnung ist, man muss das gar nicht auf die Jura-Ebene heben, nach dem gesunden Menschenverstand, wenn der einfach schon sagt, das kann nicht in Ordnung sein, dann sollten da vielleicht schon die ersten Alarmglocken klingeln. Ja, Jay hat jetzt auch gerade im etwas auch ein bisschen mit dem im Zusammenhang stehend auch eben geschrieben, dass zum Beispiel ja bei den Zeugen Jehovas, dass ja aus glaubenstechnischen Gründen zum Beispiel keine Bluttransfusionen ja angenommen werden. Ist halt, wenn jetzt eine Person daran halt eventuell verstirbt, halt schwierig dann natürlich. Also da, ich meine, es ist immer, hat natürlich dann auch rechtliche Konsequenzen, nehme ich einmal an, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es da schon so Fälle jetzt in der Vergangenheit gegeben hat. Ich bin da nicht wirklich in der Materie drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dazu solchen Fällen gekommen ist, dass das natürlich sehr weitreichende Folgen hat, wenn ein Aberglaube, wobei ich jetzt sage, das ist jetzt wahrscheinlich weniger Aberglaube in dem Fall, sondern wahrscheinlich einfach eine religiöse Überzeugung, wobei man vielleicht auch da wieder schwer auch hier wieder vielleicht Grenzen auch wieder ziehen kann, aber da tue ich mir, da bin ich kein Theologe, da bist du eher derjenige, der das natürlich dann beantworten kann, aber weil das halt dann einfach, ja, schwierig ist einfach, wenn dann Leute dadurch halt wirklich zu Schaden kommen. Wir sehen, wie da die Grenzen verschwimmen. Die Glaubensvorstellung ist dahinter ja, dass die Seele im Blut sitzt. Also dass das Blut auch Sitz von der Seele sein kann. Und so dem Blut, wir können das theologisch noch weiter durchdeklinieren, auch durch das Abendmahl eine besondere Funktion zugesprochen wird. Und dann wird es schwierig und wir kommen da rein, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast, hier verschwimmen die Grenzen. Und die Frage muss natürlich auch gestellt werden, wenn wir über die Gefährlichkeit von Aberglauben reden, wann wird Glaube gefährlich? Mhm. Die Frage, die jetzt hier nicht den Raum hat, weil die wirklich ausufernd sein kann, ist aber Teil der Debatte, ganz klar. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen ein Brückenschlag, der vielleicht jetzt nicht hundertprozentig gelingt, aber trotzdem auch irgendwie dazu passend. Eine Frage von Fanjo diesbezüglich auch, nämlich Verschwörungstheorien haben zum Teil ja auch so ein bisschen diesen Glauben eben an das Höhere halt einfach, beziehungsweise in Klammer auch noch geschrieben, in der Regel auch das weltliche Höhere. Nachfrage ist jetzt aber kein Aberglaube, oder? Also. Ja, Menschen, die wissenschaftlich tätig sind, lieben ja Begriffe, um Dinge zu kategorisieren. Du weißt Bescheid. Und es gibt den Begriff seit einigen Jahren Verschwörungsglaube. Es gibt auch den Begriff Verschwörungsnarrative. Das Ding ist ja mit Verschwörungstheorien, das ist eigentlich nicht an etwas Höheres, Transzendentes, nicht an irgendwie sowas Göttliches gebunden, sondern an etwas Höheres, sehr Weltliches eigentlich. Zum Beispiel, dass im Hintergrund irgendwelche Mächte wirken, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, aber eine kleine auserwählte Gruppe darüber Kenntnis hat. Mhm. Und das ist eigentlich etwas sehr Irdisches, ein sehr irdisches Phänomen ohne diesen Transzendenzcharakter. Ja, okay.
Ja, sehr gut. Dann schaue ich jetzt da noch einmal in den Chat hinein. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ihr habt jetzt die Möglichkeit noch dafür. Vorhin ist auch noch einmal diese spannende Zeitschrift auch noch einmal aufgekommen. Da war etwas Unglaube in dem Fall dabei, dass es wirklich ein Exorzisten oder Exorzismus, eine Exorzismuszeitschrift auch gibt. Aber jetzt würde mich wirklich interessieren an dieser Stelle, was ist der Inhalt dieser Zeitschrift? Worum geht es da drinnen? Tatsächlich würde ich Exorzistenmagazin doch sagen, kein Okay, Exorzismusmagazin, okay. weil ich mache das jetzt mal erstmal nach österreichischen Kriterien. Die Bistümer in Österreich haben ja auch noch vereinzelt Exorzisten, wie ich jetzt durch meine Nachforschungen erfahren habe. Die heißen Okay. aber Beauftragte im Befreiungsdienst. Befreiungsdienst? Ja, das ist in Großartig. Polen anders. Das ist in Polen anders. Und hier die Herrschaften kann ich ja zeigen, weil das ist ja öffentlich im Zeitschriftenladen. Die Herren, das sind alles geweihte Priester, die hier schreiben, alles Exorzisten. Und hier sind sehr lebenskundliche Themen. Hier sind Warnungen, wie man sich vor dämonischer Besessenheit und Umsessenheit schützen kann. Hier wird auf einen Erbauungsfilm verwiesen, der auch noch mal zeigen kann, wie man sich davor schützen kann. Hier haben wir auch noch Papa Benedikt dann hinten drauf, der auch noch was dazu gesagt hat. Also es ist ein Lifestyle-Magazin. Ich würde es tatsächlich so ausdrücken. Manche Leute kaufen sich Psychologie heute oder so, um damit kleinen Tricks was an ihrem Alltag zu verbessern. Und im Rahmen dieses Weltbildes ist da eigentlich die Idee, wie kann ich mich mit kleinen Tricks vor dämonischer Umsessenheit oder Besessenheit schützen? Das zu differenzieren, Umsessenheit bedeutet, ein Dämon ist irgendwie in der Nähe und beeinflusst das Wohl und Verderben des Menschen, und Besessenheit, der ist eingedrungen. Das ist die Vorstellung dahinter. Interessant, muss ich sagen. Ja, also ich sehe schon, nach diesem heutigen Stream wird wahrscheinlich die Abo-Anzahl nach oben gehen, wahrscheinlich bei dieser Zeitschrift. Da würde mich die Auflage tatsächlich interessieren, beziehungsweise wie gut das auch angenommen wird, aber Findest du auf Wikipedia, die okay. Auflage ist gestiegen. Ich glaube, zuletzt war die 40.000 oder so, aber will ich nichts Verkehrtes sagen. Faszinierend, muss ich sagen, ja, nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mir das auch einmal anlachen. Aber ist ja in Polnisch, glaube ich, hast du gesagt, gell? Ja, auf Ja, Polnisch. da wird es schwierig wahrscheinlich, aber. Ja, das ist auch in Deutschland und Österreich, ja, ein sehr selten angefragter Bereich, sagen wir mal so. Ich kann ja mal sonst bei uns die, wie hast du es gesagt, Befreiungs. Beauftragte Be für die Befreiungsdienst. Befreiungsbeauftragte mal vielleicht dort einmal nachfragen, ob die vielleicht auch so eine Zeitschrift haben oder so. Sehr spannend, muss ich sagen. Ja, super. Dann, lieber Manuel, ich habe im Vorfeld gesprächsmäßig noch angedeutet, dass wir circa 1,5 Stunden benötigen. Das ist jetzt ziemlich genau, also ein paar Minuten hätten wir jetzt da an und für sich noch, aber wir haben das ziemlich gut erfüllen können. Ja, herzlichen Dank für deine Teilnahme, noch einmal für die Bereitschaft, dass du da heute als erstes auch Sehr gerne. auftrittst. Ich hoffe, es war für dich auch etwas durchaus Gewinnbringendes, vielleicht auch einmal ein bisschen eine andere Art und Weise so zu präsentieren, wobei du warst ja, wie du mir erzählt hast, jetzt ja vor kurzem ohnehin auch in einem anderen Twitch-Stream zu Gast und hast auch dort ein bisschen debattiert, beziehungsweise auch, ich glaube, präsentiert, bin ich mir jetzt nicht sicher, auch Präsentiert, ja. debattiert, beides. Sehr schön. Und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du kannst das auch vielleicht irgendwie auch nutzen, um, weiß nicht, vielleicht Erfahrungen irgendwie auch in dem Bereich eben sozusagen abzuhackeln oder anzuführen, dass du sie auch gemacht hast. Und du bist natürlich auch in der Zukunft ein gern gesehener Gast da herinnen. Das heißt, wenn du wieder ein spannendes Thema hast, das du auch gerne wieder präsentieren möchtest, vielleicht jetzt konkret auch zum Vampirglauben eventuell jetzt, also hinsichtlich deiner Doktorarbeit, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Einladung steht natürlich immer. Dankeschön. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute bei der Doktorarbeit. Muss jetzt an Danke. dieser Stelle noch die unangenehme Frage stellen, wie weit du schon bist, beziehungsweise was so ungefähr der Zeithorizont ist. Die Frage ist für mich angenehm. Schon, Also, okay. wenn deine Einladung steht, vielleicht sehen wir uns zu Jahresende schon wieder. Okay. Die Arbeit ist fertig geschrieben. Ich warte gerade auf Rückmeldungen von meinem Doktorvater, Aha. und der will
dann nochmal schauen, ob er vielleicht noch Ideen hat, was da vielleicht noch berücksichtigt werden könnte. Die Idee ist aber im Moment im Juli einzureichen und dann im November zu verteidigen. Dann sind wir so ziemlich gleich auf, würde ich einmal behaupten, jetzt da, ja. Weil ich habe gerade von meinem Zweitbetreuer die zweite Rückmeldung erhalten, also eben vom Zweitbetreuer eben. Und das sind jetzt auch noch die letzten Punkte eben einzuarbeiten. Und so Zielraum ist jetzt Juli, August zum Einreichen. Also ich glaube, da können wir vielleicht sonst gemeinsam eine Promotionsparty schmeißen oder so dann. Ja, definitiv, voll die gute Idee. Ja, sehr schön. Dann alles Gute noch bis dahin Danke ganz und wir herzlich. bleiben im Kontakt und an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Ich danke auch. Wortwerk, finde ich, ist ein ganz tolles Format, was du hier jetzt auf die Beine gestellt hast. Science to Public finde ich essentiell wichtig, weil das muss auch einfach raus. Das darf nicht im stillen Kämmerlein sein. Also deswegen, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich danke deiner tollen Community für die Fragen und Servus nach Österreich und in die Welt. Zurück auch nach Polen. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Danke. Schön, dass du Tschüss. da warst. Baba dann. Ja, Ciao. tschüss.